Bisher bei Alan Wake. Unter dem Einfluss des Dunkels schrieb ich eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Jagger war die Lektorin und hatte dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger und mächtiger machte. Ein Teil von mir war klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die sie erschaffen wird. Er macht sie wahr. Meine Mutter gab mir einen alten Lichtschalter. Den Klicker, hm? Alice ist in einem dunklen Gefängnis. Ich muss dringend zu Cynthia Weaver. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Wir erwarten eine rekordverdächtige Besucherschar aus der Umgebung. Natürlich hoffen wir, den Rekord zu brechen, den Watery letztes Jahr mit seinem Hirschfest aufgestellt hat. Meine Damen und Herren, ich wurde von einigen Leuten gefragt, was am Hirschfest so besonders ist. Und ich denke, es ist das Folgende. Es geht um Freundschaft und Gemeinschaft. Uns steht eine Riesenparty bevor, aber lasst uns bis morgen noch Ruhe bewahren und die Nacht gut überstehen. Okay? Ich habe es. Jemand wird kommen. Wenn es an der Zeit ist, hat Thomas geschrieben. Es ist von ihm. Der Schlüssel ist die Versicherung. Es ist meine Aufgabe, ihn zu bewachen. Im Licht aufzubewahren. Ah. Immer im Licht. Alle Manuskriptseiten waren weg. Der FBI-Agent hatte sie mitgenommen. Ich glaube... Meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Oh, warte, wir sind jetzt im Knast. Oh, Al. Al, das ist nicht gut. Sehr treffend formuliert. Wie wieder Alkohol. Ich muss mit Weaver sprechen. Sie ist die aus dem Lied, die Lady des Lichts. Was? Die alte Schrulle? Wie du meinst, Elle, aber wir sitzen hier fest. Die werden uns nicht mal befragt. Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Na? Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte das mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick! Ein offensichtlicher Trick! Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit! Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los! Zurück in die Zelle, Stephen King! Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Moment mal. Das kenne ich. Oh mein Gott. Licht. Wir brauchen Licht. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. In mein Büro. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. So, oh Mann, darf... Ohne Licht haben wir keine Chance. Bleiben Sie ruhig. Ich kann den Notstromgenerator anmachen. Ja, darf ich jetzt endlich auch mal etwas sagen? So, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Ich habe jetzt die ganze Zeit die Klappe gehalten, weil immer irgendjemand gequatscht hat. So, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf Klo. So, ja... Wir sehen nicht, wir schauen nicht zu, lalala. Ach, schöner Ausblick ist das bei dem Fensterchen da oben. So, gut, ja, wie gesagt, ich habe jetzt die ganze Zeit nichts sagen können, weil... Ja, weil ich, quasi die Menschen hier ausreden lassen wollte. Ich brauche einen Kaffee, unbedingt. Boah, jetzt einen Kaffee. Ah, ich hätte mir einen Kaffee machen sollen. Ja, natürlich, das, man sieht sofort eine ordnungsgemäß geführte Polizeidienststelle. Natürlich schön eingeparkt, das ist toll. Können wir hier rein? Nein. Können wir hier rein? Nein. Gut. Können wir uns was zu trinken nehmen? Nein. Okay. Können wir da rein? Warum nicht? Ah. Ah. Wake, was muss ich wissen? Was brauchen Sie von mir? Man kann sie nur im Licht verletzen.
Nur im Licht. Ich muss Cynthia Weaver finden. Sie kann mir dabei helfen, es zu beenden. Licht. Okay. Cynthia. Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Na los, gehen wir zurück zu ihrem Freund. Das sind nicht meine Sachen. Ja, okay, die Pumpgun und der Revolver sind meine Sachen, aber das ist nicht meine Taschenlampe. Wir machen den Heli-Start klar, aber ich habe Freunde, die gewarnt werden müssen. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich brauche ihre Hilfe. Gut, okay. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Rufen Sie die an und teilen Sie eine Nachricht von mir mit. Night Springs, okay? Die wissen dann Bescheid. Night Springs, die Fernsehshow? Klar. Oh, hey, dieser Radiofritze steht auf der Liste. Maine. Wer ist Frank Breaker? Ein Verwandter? Mein Dad. Hey, ist das hier eine Geheimgesellschaft? Schaffen Sie das? Sie sind hier in Sicherheit. Der Notstrom ist an. Diese Leute müssen alarmiert werden. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen. Aber Sie holen mich doch später, oder? Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke, Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Okay, gehen wir, Wake. Hinten raus. Mein Kater braucht dringend eine Pizza. Meinst du, ich kann mir irgendwo eine bestellen? Meine Kopfschmerzen wollen, dass du still bist und was schaffst. So, hallo, okay. Mr. Breaker, hier spricht Barry Wheeler. Ja, ich weiß, es ist spät, aber hören Sie, der Sheriff, Sarah hat mich gebeten, Ihnen etwas auszurichten. Sie sagte... Okay, ich lasse den jetzt einfach mal alleine telefonieren. Wir sehen uns hier noch ein bisschen um. Rüsten uns noch ein bisschen aus, soweit wie es geht. Hier haben wir noch eine zweite Leuchtfackel, das ist gut. So, dann gehen wir hier wieder rein. Die zwei Zettel haben wir eigentlich aufgehoben. Nightingale liest das Manuskript. Nightingale versuchte, das Manuskript zu verstehen. Es war seltsam und unzusammenhängend. Die Hälfte davon kapierte er nicht. Aber alles darin mutete wahr an. Er griff nach dem Flachmann, als er die Seite erreichte, auf der stand, wie er nach dem Flachmann griff. Es drehte sich in seinem Kopf, aber nicht vom Schnaps. Ja, der sollte definitiv weniger Schnaps trinken. Nightingale wird vom Dunkel angegriffen. Nightingale spürte, dass die Situation außer Kontrolle geriet. Doch wenigstens fühlte sich die Waffe in seinen Händen sicher an. Er war schussbereit, entschlossen, es nur über seine Leiche dazu kommen zu lassen. Und doch zögerte er. Er hatte diesen Moment schon gesehen, ihn gelesen. Das Déjà-vu und das Grauen, dass er eine Figur in einer Geschichte war, erschütterten ihn. Dann brach die monströse Präsenz hinter ihm ein und zog ihn in die Nacht. Was dann auch so passiert ist. Okay. Haben wir da noch was drinne? Ich schaue mich hier nochmal ganz kurz um. Vielleicht ist ja hier was erschienen. Nein, außer ein bisschen Müll. Nichts. So, ins Licht. Speichern. Sehr, sehr gut. Was immer sich Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung zerlegt. Von hier kommen wir nicht an den Schaltkasten fürs Tor. Wir müssen auf die andere Seite des Dachs. Ich öffne Ihnen das Tor, wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir Deckung, okay? Sicher? Okay, aber beeilen Sie sich. Gut, genau so machen wir's. Ich sehe mich aber vorher noch ein bisschen hier um. Schalte auf den Revolver. Ich schaue mich mal um, ob wir hier vielleicht... Nein, den Zaun... Nein, der Zaun ist noch... Okay, gut. Ob wir hier vielleicht noch ein paar Seitchen finden oder vielleicht noch einen Kaffee. Ich musste aufs Dach, um auf die andere Seite des zerstörten Tors zu kommen. Ja, doch, okay. So. Liegt hier vielleicht noch was drinnen? Nein, liegt's nicht. Okay, das heißt, wir haben hier so gut wie möglich. Da sind noch Batterien, die nehmen wir noch mit. Ich will meine große Taschenlampe wieder haben, verdammt. Die kleine ist mir unsympathisch. Ich mag die große viel lieber. Warum ist die jetzt eigentlich weg? Weil wenn das meine Sachen sein sollen, dann müsste das doch die große sein eigentlich. Da haben wir wieder ein paar Dunkelheitsbatzen. So. Die zerlegen wir natürlich auch ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Es drängt ja nicht. So, da oben, das können wir auch wegmachen von hier. Das ist sehr gut. Auch wenn das Licht da eigentlich gar nicht hin kann, aber es ist ja auch egal. Da ist der Wagen wieder. Und dort leuchtet etwas. Ich denke, wir kommen hier noch vorbei.
Das heißt, wir brauchen nicht runterzuspringen. Das ist gut. 4 Leuchtfackeln haben wir jetzt wieder. Was ist das? My light... Was? In light you can hurt them. Okay, das haben wir natürlich auch schon mal gelesen. Die Nachrichten, die Botschaften wiederholen sich wieder mal so ein bisschen. Ach, was riecht's hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Da unten steht die gute Sarah im Licht. Die hat's gut. Ja, die hat's gut. Wir müssen uns hier mit den tollen Spielmechaniken rumschlagen. Stimmt, bevor wir hier runterspringen, sehen wir uns mal ein bisschen um. Ich glaube, dass wir die ganze Karte hier begehen können. Hm, okay. Ja, genau. So. Sehr, sehr gut. Greifen wieder die Vögel an hier. Wow, okay. Das war nicht so gut. Haha! Na kommt her, ihr lieben Vögelein. Warum genau eigentlich? Immer ich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich fragen darf. Nein, die erwische ich nicht mehr. Aber ich habe genug erledigt, damit sie sich zurückziehen. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, hier rüberspringen. Hier runterfahren. Gott sei Dank hat irgendjemand sich gedacht, ja. Ihr Passwort. Night Springs. Wieso das? Das ist ein dummer Witz bei uns. Das Bright Falls damals die Inspiration für die Fernsehshow war. Sonderbar, aber noch nie so sonderbar. Sie müssen den beschädigten Schaltkasten überbrücken. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment! Und? Ja, ein bisschen und so und ja. Liz, das tut weh. Gute Arbeit, Way. Okay, bleiben Sie bei mir. Unser erster Stopp ist das Rathaus. Da sind die Schlüssel zum Heli. Okay, ich folge Ihnen auf den Fuß. Natürlich, nachdem ich hier alles gelootet habe. Noch ein paar Leuchtfackeln, ein paar Batterien. Revolvermuni brauchen wir nicht. Ist in Ordnung. Dann gehen wir hier noch ein bisschen lang. Ah, meine Nase juckt. Moment, ganz kleinen Augenblick. Okay, das haben wir. Gut, was haben wir da noch? Da haben wir noch eine Leuchtfackel. Man kann niemals genug Leuchtfackeln haben. Das sage ich euch. So, ich muss ganz kurz, Moment, meine Nase. Einen kleinen Augenblick. Du blöde Nase! Du blödes Nasenvieh! Ah, hör auf jetzt! Okay, ich denke, das hat gereicht. Ich hoffe es zumindest. Schnell das Auto! Leuchte das Auto an, Sheriff! Leuchten Sie die Leute an! Na ja, natürlich. Siehst du? Ich hab doch gesagt, im Licht. Blöde Funse. So? Ich will meine große Taschenlampe wieder haben. 2, 3, so, ja, ich lade ganz kurz nach, Sheriff. So, Alter. Sehr gut, das war Teamwork. Wo schießt du hin, Frau? Es war niemand mehr da zum Schießen. Oder zum Erschießen. Kann ich hier hoch? Nein. Schade. Nun gut, dann begeben wir uns weiter auf den Weg. Es wubbelt hier sehr. So, der Wagen. Kommt der nochmal zurück, oder? Ihr Müllway,
Ja, lass mich. Okay, der Wagen ist offenbar nicht mehr besessen. Eins, zwei, drei, vier. So, du jetzt auch noch. Nachladen muss ich auch wieder. Na? Komm schon, wir leuchten euch an. Eins, zwei, wir führen euch ins Licht, verdammt. Wow, war das knapp. Aber gute Zusammenarbeit. Da vorne ist noch ein Kaffee und ein Graffiti. Das finde ich gut. So, muss ich jetzt hier auf dem Steg? Oder wo muss ich hin? Nein, ich muss darüber. Ich gehe... Ja, darüber muss ich. Okay, ich gehe da mal rüber. Hier entlang. Dankeschön. Ich hol mir mal meine Supplies. So. Was haben wir denn da? Eine Leuchtpistole und Leuchtpistolen-Muni. Sehr, sehr gut. Ich bleibe aber trotzdem bei meinem wunderschönen Revolver. Leuchtpistole nur im absoluten Notfall, weil es ja eben auch die mächtigste Waffe im Spiel ist. Quasi. Ja, es ist die mächtigste Waffe im Spiel. Ja, tatsächlich. Weil ich habe gerade geschwankt zwischen der Blendgranate und der Leuchtpistole, aber die Leuchtpistole... Naja, die... Insta-Kill quasi, gerade. Und die Blendgranate eben nicht, also. So, okay, wir schauen uns mal hier drin um. Ob hier vielleicht was rumliegt. Nein, hier... liegt und lugt nichts herum. Ich finde das auch gut, dass der Sheriff auf uns wartet, während wir hier eigentlich sinnlos in der Gegend rumlaufen. Oh, hi! Und eins und zwei. Sehr gut. Haben wir das? Dann schaue ich mich da bei diesem Hütchen nochmal um. Da ist noch ein Graffiti, das ist gut. Hier drin vielleicht? Nein, hier drin nicht. Dadurch vielleicht? Ja, dadurch. Luft roch nach Fisch. Das war das Industriegebiet von Bright Falls. In der Nähe gab es sicher eine Konservenfabrik. Okay. So viele Konservenfabriken sehe ich hier eigentlich gar nicht, aber ist auch okay. Wow, okay. Eins, zwei, drei. Hier hilft uns der Sheriff natürlich nicht. Boah, die kleine Taschenlampe, die geht mir so auf den Geist, Alter. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Und los und los. So, gerade noch, Alter. Was, ist der Sheriff hier? Tatsache, der Sheriff ist hier. Interessant. Dann schaue ich mich hier mal um. Kann ich da rein? Nein. Da ist das Diner. Da muss ich hoch anscheinend. Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier gerade zum ersten Mal. Hallo, ich bin neu hier. Ah, hier ist die Kiste. Ah, und da ist das Graffiti. Okay, gut. Lithium-Batterien. Noch eine Leuchtpistole. So viele Leuchtpistolen brauche ich gar nicht. Ich brauche nur Munition dafür quasi. Und es atmet schon wieder jemand im Hintergrund.